Ich muss zuerst die Panzerung knacken. Ich muss irgendwie härter treffen. Das waren alle. Finden wir raus, was sie hier wollten. Yuri, ich bin bei einer Sable-Basis. Sie scheinen Gefangene zu haben. Aber ich weiß nicht, was ihnen vorgeworfen wird. Und ich will ja keine Gangster freilassen. Die echten Gangster werden uns übergeben. Die Gefangenen haben nichts gemacht, wofür man sie anklagen kann. Das verstößt in mindestens 2 Punkten gegen die Verfassung. Okay, ich organisiere dann mal einen Knast aus. Habt ihr früher gesagt, wenn ich groß bin, will ich skrupelloser Unterdrücker werden? Ja, habt ihr vermutlich. Zusammenbleiben, wir können ihn besiegen. Achtung! Du bist sind noch mehr. Wisst ihr, es würde noch viel mehr Spaß machen, wenn ihr Piu Piu machen würdet. Ich greife an!
Ihr seid hartnäckig, Leute. Was zahlt man euch hierfür? Ich frag für einen Freund. Spider-Man, ich hab recherchiert. Die Gefangenen haben nur gegen Sables brutales Vorgehen protestiert. Verstanden. Dagegen protestiere ich jetzt auch. Ich sag dir Bescheid, wie es läuft. Ihr macht das doch für Geld, oder? Wie viel muss ich zahlen? Und sagt bloß nicht mehr als 20! Jungs, das Gefühl, durch eure Helme wird das unpersönlicher? Ich meine, Topf, Deckel, ich weiß schon. Überrascht, was? Angetötet, Alarm! Shh.
gut. Schnarchen. Hallo? Wer ist da? Zu mir. Hier ist vielleicht. Mach mal Pause. Spider-Man identifiziert. Feuer frei. Sind noch mehr. Wisst ihr, es würde noch viel mehr Spaß machen, wenn ihr Piu Piu machen würdet. Ihr seid hartnäckig, Leute. Was zahlt man euch hierfür? Ich frag für einen Freund. Spider-Man, ich habe recherchiert. Die Gefangenen haben nur gegen Sables brutales Vorgehen protestiert. Verstanden. Dagegen protestiere ich jetzt auch. Ich sag dir Bescheid, wie es läuft.
Ihr macht das doch für Geld, oder? Wie viel muss ich zahlen? Und sagt bloß nicht mehr als 20. Jungs, das Gefühl, durch eure Helme wird das unpersönlicher? Ich meine, Topf, Deckel, ich weiß schon. Das ganze Drama. Und wofür? Captain, die Gegend ist sicher und die Zellen leer. Offiziell ist das inakzeptabel. Inoffiziell? Danke.
Ich fliege fast blind. Ich muss wohl Türme aktivieren. Warnen davor, dass die Sable Agents, die uns beschützen sollen, sich immer mehr wie Besatzungstruppen verhalten. Aber hören wir es uns selbst an. Darf ich bitten? Sie lassen mich nicht ins Gebäude. Angeblich eine Quarantäne. Ich so gut, lass mich rein, ich bleib ja auch drin. Da richten Sie Ihre Knarren auf mich. Geh auf den Verbrecher. Wo soll ich denn hin? Lieber Anrufer, das beunruhigt mich zutiefst. Ich werde das weiterleiten, versprochen. Notlagen sind kein Grund, Menschenrechte zu missachten. Auch wenn Ihre gewählten Vertreter nicht für Sie kämpfen wollen. J. Jonah James. Jemanden in deiner Größe, Rhino? Gibt keinen in meiner Größe, Pauk! Oder lass uns doch einfach darüber reden. Was soll das mit dem Team, Rhino? Bist du nicht ein Einzelgänger? Wieder zum Zweck, Pauk! Alles ist nur wieder zum Zweck! Und welchen Zweck genau erfüllt dieses Mittel? Freiheit. Wahre Freiheit. Kein Anzug. Kein Rhino. Ich mag den Anzug. So individuell. Sei dankbar, Pauk. Ohne Anzug mache ich dir weniger Ärger. Ich muss Rhino betäuben, bevor ich ihn schlage. Anregenden Plaudereien im Kampf. Du bist lustig, Malik. Tut mir fast leid, dein Gesichtchen einzuschlagen. Aber du fast. Achtung, Rhino! Wilderer! Du bist nicht lustig! Hey, Rhino! Ich bin's, der Kapitalismus! Heiz mir ein! Red nur weiter! Ein schmeichelhafter Anzug marschiert deine lichten Stellen perfekt.
Okay, Rhino. Beenden wir Das passiert, wenn man ein 8-Tonnen-Baby einen Männerjob machen lässt. Bringen wir es zu Ende. So gern ich dich mag, Scorpion, man unterbricht andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich getan? Gebettelt, dass er aufgibt? Ja, Gargan, genau das wäre mein Plan gewesen. Oh, wie ein altes Ehepaar, ihr beiden. Schon einen Namen? Die schrägen Sechs? Das dreckige halbe Dutzend? Wir ermordeten Spider-Man und machten einen Bettkollege aus ihm Sechs. Gargan, bitte! Du machst dich lächerlich! Ja.